Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es einmal um einen Namen. Und zwar um den Kilian. Und nein, damit meine ich nicht den YouTuber, sondern es ist ein frecher Begriff und heißt auf Deutsch Arschlochkind. Den Begriff hat vor ein paar Jahren eine Moderatorin in die Welt gesetzt und sie hatte recht. Kilians sind richtige Arschlochkinder. Nun, um das Ganze einmal abzukürzen, ein Kilian ist zum Beispiel ein Kind, der draußen, also ein Bursche, der draußen herumschreit oder in einem Restaurant nur herumtobt und nicht ruhig sitzen bleiben kann. Wenn mir so ein Kilian in einem Restaurant oder sonst irgendwo begegnet und ich sitze gerade, dann lernt er fliegen. Und zwar dann werde ich meinen Fuß rausstrecken, sodass er fliegt. Die Landung wird zwar nicht recht angenehm, aber immerhin ist er dann später für kurze Zeit einmal ruhig. Auf der Straße nennt man Kilians insbesondere dann so, wenn sie mit dem Handy telefonieren. Ich habe nichts gegen den Schulweg, da ist kein Problem. Aber wenn so ein Kilian auf der Straße einfach so laut in das Handy brüllt oder mit einem E-Roller fort, ohne aufzupassen, und ja, sie können auch mit dem E-Roller fahren. Solche Arschlochkinder sind dazu in der Lage. Obwohl sie keine Ahnung haben vom Straßenverkehr. Dann hat ein Fußgänger das Recht, diese Person Kilian zu nennen. Und so ein Arschlochkind zeichnet sich vor allem dadurch aus, wenn er schon jugendlich ist, dass er keinen Respekt hat vor uns Fußgänger und einfach so, ohne die Glocke zu betätigen, mit dem Rad fährt. Der Grund, warum ich das erzähle, ist ganz einfach. Mir begegnen solche Kilians fast täglich. Als Erwachsener kann man nichts machen, außer, wie eben das vorher erwähnte schon, natürlich nur so, dass es niemand sieht. Und ich sage euch es ganz real talk, liebe Leute. So manch ein Fußgänger macht diesen Kilian auch schon mal zu einem Vogel, indem er ihn schnappt oder tritt. Ich mache das nicht. Ich lehne Gewalt Kindern gegenüber völlig ab. Aber es ist keine Gewalt, wenn ich das Kind Kilian nenne. Denn es kann man nichts nachweisen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich darf jetzt noch einmal betonen, das hat nichts mit dem YouTuber zu tun. Ganz im Gegenteil, den respektiere ich sogar sehr. Der macht guten Content. Und ich nenne jetzt nicht seinen
Künstlernamen, weil ich das aus datenschutzrechtlichen und urheberrechtlichen Gründen nicht darf. Über ein Abo, eure Kommentare zu diesem Thema und natürlich einen Daumen nach oben würde ich mich sehr, sehr freuen. Bleibt cool und gesund und nochmal danke fürs Zuschauen. Euer Mike.